Oberstaufen durch und durch. Allgäu ist natürlich immer noch das Highlight meines Karriere, dass ich mal Oberstaufen gewinnen konnte. Als Allgäuer das Heimturnier gewinnen ist was Besonderes, das will ich auch nie mehr missen. Aber natürlich für die außerhalb vom Allgäu sage ich schon, ich habe mich 6-mal beim Grand Slam qualifiziert, habe gegen Andre Agassi vor 16.000 Zuschauern in der Rod Laver Arena gespielt. Das ist natürlich Highlight. Was natürlich sportlich auch, ich habe Paris mal eine Runde gewonnen, was toll ist. Habe gegen Mofis auf dem Center Court in Paris gespielt, habe US Open gespielt. Das sind natürlich Highlights. Klar kann man sagen, ich habe auch 4 Challenger in meiner Karriere gewonnen. Also erst einmal freue ich mich, dass das alles so zustande gekommen ist. Ich bin ja jetzt seit 8 oder 9 Jahren bereits in der sportlichen Verantwortung beim TSV Kottern. Und unsere Vision war es immer, in irgendeiner Form die besten Allgäuer Tennisspieler zusammenzubringen. Ich habe mit Bernd diese Woche auch noch geschrieben und habe gesagt, wenn sollte meine Spielerin früh verlieren, was dann der Fall war, weil sie einfach ein schlechtes Los hatte, dann machen wir das auch. Meine Spielerin heißt Ayla Tomljanović, mit der arbeite ich jetzt seit knapp 2 Monaten zusammen. Sie ist eigentlich eine Kroatin, die aber für Australien spielt. Dieter spielt heute auf Position 1 in der Regionalliga Herren 30. Das ist die zweithöchste Liga in Deutschland. Also oben drüber kommt nur noch die erste Bundesliga. Und das ist auf jeden Fall ein Niveau, das man so teilweise schon noch als semi-professionell durchgehen lassen kann. Da spielen teilweise Spieler, die sind noch in der ATP-Doppelrangliste unterwegs oder spielen noch irgendwo anders in einem Land Bundesliga aktiv. Ich bewege mich, denke ich, immer nur ganz okay für mein Alter. Meine Stärke, meine Beinarbeit, wo ich Spieler war und dann schauen wir einfach. Aber das ist schon was Besonderes, jetzt nach 7 Jahren wieder als Aktiver auf dem Tennisplatz zu kommen. Wie der Bernd sagt, so Leute wie er, fürs Allgäu total toll, dass es so Leute gibt. Danke dir. Schön, dass du da bist, Dieter Kindelmann. Also ich bin vom TVA Aschaffenburg, Christopher Schumann, ich spiele bei uns an Nummer 1. Darf es heute mit Dieter Kindelmann, Nummer 1 vom TSV Kottern aufnehmen, ehemaliger Weltklasse-Spieler. Noch fühle ich mich gut, ich hoffe in 2 Stunden immer noch, vielleicht kann ich ihn ein bisschen ärgern. Erstmal möchte ich einen Glückwunsch an ihn, er hat super gespielt. Ich habe gemerkt am Anfang, dass er mir gar nicht liegt, weil ich habe gehofft, dass ich ein bisschen Rhythmus kriege. Das war überhaupt nicht gegeben, er hat unglaublich gut serviert. Und es hat so ungefähr einen Satz oder eineinhalb braucht, bis ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe, auch beim Return. Und dann war es eigentlich ganz gut. Und gerade im Champions Tiebreak ist oft so ein bisschen auch Glückssache und auch ein bisschen Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, bei ein paar Punkten habe ich ein bisschen zögerlich gespielt. Das hat er gut gespielt und dann hat er auch verdient gewonnen. Tennis ist eine wunderschöne Sportart, was Kombination zwischen Ball und Geschicklichkeit und Ausdauer und Kraft einfach alles verbindet.